Unsere Schule besteht aus drei Teilen: den Kindergarten von 2 bis 6 Jahren mit 120 Kindern, der Grundschule mit den Klassen von 1 bis 4 mit 130 Kindern und dem Gymnasium mit den Klassen 5 bis 12 mit 105 Kindern. Die Schüler können sowohl das deutsche als auch das slowakische Abitur absolvieren. Wir haben an der Schule ca. 16 verschiedene Nationen, wie zum Beispiel Ägypten, Türkei, Korea, Ukraine, Deutschland und so weiter. Die Schule gibt es schon seit 11 Jahren. Und was gefällt dir hier in diesem Kindergarten? Spielen. Mit Freunden? Ja. Fliegen können Vögel. Ist es schwer, den Kindern die Fächer beizubringen? Es ist ganz unterschiedlich. In Chemie ist es etwas schwerer, weil man muss da etwas abstrakter denken. In Erdkunde, glaube ich, geht das ganz einfach, weil, na, du weißt es auch selber, ja. Es ist aus dem Leben. Macht Ihnen das Unterrichten Spaß? Das macht mir immer riesig Spaß, besonders in der 5. Klasse. Da habe ich viele schöne Erlebnisse mit den Kindern und auch in der 9. Klasse. Ich habe ganz viele Wünsche und Ideen für die Zukunft der Schule. Ich wünsche mir, dass die Schule weiter so wächst, dass es immer mehr Schülerinnen und Schüler und auch Kindergartenkinder werden und dass wir ein schönes, großes, neues Gebäude für die Schule finden, wo wir alle gemeinsam unterkommen und ihr im Hort mehr Platz habt und überall auf dem Schulhof. Das ist der größte Wunsch. Die Stelle als Hortleiter gefällt mir natürlich sehr gut, weil ich kann zusammen mit meinem Team entscheiden und planen und wirklich das machen, wozu ich und auch meine Kollegen Lust haben und natürlich auch alle Kinder. Ich lerne durch mein Abi. Ganz richtig gut Deutsch.